Was ist Fluorid und was richtet es in unserem Körper an? Wahrscheinlich geht es vielen wie mir. Wir wissen, dass Fluorid schädlich ist, aber so ganz ins Detail haben wir noch nicht geguckt. Auf Anregung meiner Zuschauerin Oma Courage habe ich dann mal ein bisschen mehr recherchiert und das Ergebnis erzähle ich euch jetzt. Und über mein Fazit am Ende sollte jeder einmal nachdenken. Aber jetzt geht's erstmal los. Alleine die Warnhinweise auf manchen Zahncremes sollten uns stutzig machen. Kinder unter 6 Jahren sollten ihre Zähne nur unter Aufsicht putzen und man soll auf das Verschlucken achten. Und selbst der Fokus berichtet, durch Fluorid im Trinkwasser werden Tausende von Kindern in Tansania zu Krüppeln. Nimmt man zu viel Fluorid zu sich, entwickelt sich die sogenannte Knochenfluorose. Die Knochendichte ist dann zwar wunderbar hoch, aber die Elastizität geht verloren und so werden sie immer brüchiger. Im Extremfall versteifen sich mit der Zeit auch die Gelenke inklusive der Wirbelsäule. Da Fluorid dermaßen giftig ist, wurde es lange Zeit als Rattengift verwendet und als Bestandteil von Pestiziden eingesetzt. Da es für Kinder Zahncremes mit leckeren Geschmacksrichtungen gibt, kann es durchaus passieren, dass das Kind eine gute Portion einfach mal so naschen und runterschluckt, wenn es nicht beaufsichtigt wird. Und schon kann es zu einer akuten Fluoridvergiftung kommen. Symptome einer solchen akuten Fluoridvergiftung sind in erster Linie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen. Aber auch nervliche Probleme wie Kribbeln oder ein pelziges Gefühl können auftreten. Brechreiz und Übelkeit kann bei Kindern bereits nach der Aufnahme von nur 5 bis 9 Milligramm Fluorid beobachtet werden. Wenn in einer erbsengroßen Portion fluoridierter Zahnpasta bereits 0,12 Milligramm Fluorid enthalten sind, dann genügt es also, etwa 40 erbsengroße Zahnpasta-Portionen zu vernaschen, was bei einem leckeren Erdbeergeschmack leicht einmal vorkommen kann. Ebenfalls eine Art akute Fluoridvergiftung tritt auf, wenn jemand über einen Zeitraum von etlichen Monaten täglich hohe Fluoriddosen zu sich nimmt. Nierenschäden können hier die Folge sein, was insbesondere in Gebieten mit fluoridiertem Trinkwasser bei gleichzeitig großen Trinkmengen der Fall sein könnte. Von Ärzten, Zahnärzten und den Medien werden die Menschen so gut erzogen, dass sie felsenfest davon überzeugt sind, Fluoride für ihre Zahn- und Knochengesundheit zu benötigen. Aber niemand dieser Ärzte und Zahnärzte klärt darüber auf, dass Fluoride nicht nur über eine akute, sondern auch über eine chronische Toxizität verfügen. Und diese chronische Toxizität tritt spürbar auf, wenn Fluoride regelmäßig über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Zum Beispiel über die guten Fluoretten, die Zahnärzte gern Eltern von kleinen Kindern empfehlen, fluoridierte Zahncreme und fluoridiertes Salz. Nun wird uns überall erzählt, dass Fluorid absolut unbedenklich ist. Allerdings gab der Direktor des National Research Council, NRC, Dr. John Dull, angesichts einer groß angelegten Metastudie zum Thema Fluorid Folgendes zu bedenken. Als wir uns all die bereits durchgeführten Studien genauer anschauten, bemerkten wir schnell, dass viele Fragen unbeantwortet blieben und dass wir viel weniger gesicherte Informationen besitzen, als es dem Thema angemessen wäre. Das sollte uns doch alle aufhorchen lassen. Fakt ist, Fluor ist kein essentielles Spurenelement, also ein Spurenelement, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen müssen, um gesund aufwachsen und gesund leben zu können. Essentielle Spurenelemente sind zum Beispiel Eisen, Zink oder auch Jod. Fehlen uns essentielle Spurenelemente, entwickeln wir einen Mangel, der sich mit verschiedenen Symptomen bemerkbar macht. Fest steht, einen Fluoridmangel gibt es nicht. Und Karies entsteht auch nicht aus einem Fluoridmangel. Er ist schlichtweg die Folge einer ungesunden Ernährungs- und Lebensweise. Übrigens findet man keinerlei Daten und Studien, die sich den Folgen eines Fluoridmangels widmen. Logisch, denn einen Fluoridmangel gibt es eben nicht. Studien zur Überdosierung allerdings gibt es zuhauf. Im Nachfolgenden nun aber wichtige Informationen, was Fluorid noch so alles anrichtet. Laut dem National Research Council spielt eine Fluoridbelastung eine signifikante Rolle bei der Entstehung von Diabetes. Fluoride erhöhen den Blutzuckerspiegel, die Insulinresistenz der Zellen wird gefördert und die Insulinproduktion sowie die Insulinausschüttung werden gehemmt. Diese Entwicklung konnte man bei Menschen beobachten, die minimale Fluoridmengen in Höhe von 0,07 bis 0,4 Milligramm pro Tag und Kilogramm zu sich genommen haben.
Wer reichlich fluoridiertes Salz und fluoridreiches Mineralwasser trinkt, erreicht diese Mengen ganz schnell. Wie man weiß, trinken Diabetiker bei erhöhten Blutzuckerwerten vermehrt, nehmen also noch mehr Fluoride über das Trinkwasser auf. Es gibt quasi kein Entrinnen mehr. Da Diabetiker laut einigen Untersuchungen weniger effektiv Fluoride ausscheiden können als Nicht-Diabetiker, sind sie also einem höheren Risiko für eine Fluoridvergiftung ausgesetzt. Gravierend sind darüber hinaus die Auswirkungen von Fluoriden auf das Gehirn. Mehr als 100 Studien in den letzten 30 Jahren belegen diese Auswirkungen. In über 40 Tierstudien wurde nachgewiesen, dass eine lang andauernde Fluoridbelastung mit unterschiedlicher Intensität das Gehirn schädigen können. Vor allem dann, wenn zeitgleich ein Jodmangel vorliegt oder sich zu viel Aluminium im Körper befindet. 37 Studien an Menschen ergaben, dass bereits eine moderate Menge an Fluorid für eine reduzierte Intelligenz sorgt. 19 Tierstudien berichten davon, dass Mäuse und Ratten, die Fluorid bekamen, eine geringere Lernfähigkeit und ein schlechteres Erinnerungsvermögen besitzen. 7 Studien an Tieren und 5 an Menschen belegten neurologisch bedingte Verhaltensstörungen bei der Einnahme von Fluorid. 3 Studien an Menschen zeigten eine gestörte Entwicklung des Gehirns bei Föten. All diese Studien belegen eindeutig, dass bereits geringe Mengen an Fluorid das Potenzial besitzen, die Entwicklung des Hirns stark beeinträchtigen zu können. Im Jahr 2006 verkündete das National Research Council wortwörtlich: Fluoride sind vermutlich dazu in der Lage, die Funktion des Gehirns negativ zu beeinflussen. Neben der Forderung nach einer Intensivierung der Erforschung der negativen Effekte des Fluorids auf den Intelligenzquotienten drückte das NRC zudem mit den folgenden Worten seine Sorge darüber aus, dass Fluorid möglicherweise auch zur Entstehung von Demenz beitragen könne. Studien an Bevölkerungsgruppen, die regelmäßig mit unterschiedlich hohen Fluoridkonzentrationen in Kontakt kommen, sollten mit dem Ziel durchgeführt werden, neurochemische Veränderungen zu identifizieren, die möglicherweise mit Demenz in Verbindung stehen. Außerdem sollte man die Auswirkungen einer chronischen Belastung mit Fluoriden erforschen, sowie nähere Informationen über möglicherweise verspätet auftretende Effekte sowie über die individuelle Anfälligkeit auf Fluoride sammeln. Fluoride sind Nervengifte. 2007 stellten Wissenschaftler der Neurotoxicity Division der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA fest, es gebe wichtige Hinweise darauf, dass Fluorid ein entwicklungsneurobiologisches Nervengift sei. Derartige Nervengifte sind im Grunde Chemikalien, die großen Schaden am Hirn junger, sich in der Entwicklung befindlicher Menschen verursachen können. Die Wissenschaftler der EPA begründeten ihre Aussagen mit Untersuchungsergebnissen, die zeigten, dass eine Belastung mit Fluoriden während der Schwangerschaft das Gehirn des Kindes schädigen könne. 3 Studien aus China, die mit der Einschätzung der EPA konform gehen, erbrachten zudem, dass das Gehirn im menschlichen Fötus signifikante Schäden davontragen kann, wenn die werdende Mutter zu große Fluoridmengen zu sich nimmt. Folglich ist es auch nicht verwunderlich, wenn sich Fluoride ganz konkret auf die Intelligenz auswirken.